Wieso kann ich nicht mehr sprinten? Hä? Hä? Ich kann nicht mehr sprinten? Ach so! Ach so, ja, sag das doch, ey. So, damit haben wir unseren Teil. Okay, das dauert anscheinend einen Moment. Geil. Geil. Die Pyramide ist nicht der einzige Punkt auf der Liste, weißt du? Die Tafel hat auch was von einer Oase erwähnt. Aber das Problem ist, hier gibt's nichts als Sand. Wie sollen wir denn eine grüne Oase mit hübschen Blümchen drumherum erschaffen, so ganz ohne Erde? Ho, ho, ho! Nicht verzagen, meine Liebe! Wenn ihr nicht weiter wisst, könnt ihr einfach ein paar Freunde zu Hilfe rufen. Zum Beispiel eure neuen Freunde aus Grünefeld. Du hast hier viel zu tun, aber es wird mit ein paar zusätzlichen helfenden Händen viel, viel schneller gehen. Oh, 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 Shanna. Ich glaube, es wird Zeit, dass du lernst, wie man ein Einwohnerverzeichnis herstellt. Du kannst eins an einer Fertigungsstation herstellen. Wenn du fertig bist, setzt du es einfach auf den Boden. Ich weiß ja nicht, wie uns ein Einwohnerverzeichnis helfen soll, aber ich glaube, wir sollten auf den Alten hören. Einwohnerverzeichnis. Ein Verzeichnis voller Namen all deiner Bekannten kann Bewohner umziehen lassen. Bam, 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 badam. Wir könnten natürlich auch erstmal das Map-Ding hier, obwohl die Map auffüllen, das ist was, das mache ich alleine, ne? Das ist ja Bullshit. Sowas sollte ich schon alleine machen. Ja. Das mache ich auch alleine. Da will ich euch nicht mit belästigen. 7% eine Horde Monster erscheint, ja, dann knall ich euch tot. Dann knall ich euch halt tot. Du denn hin? Dämlicher Maulwurf. Du dämlicher Maulwurf. So, dann lasst uns doch erstmal sehen, was wir da Geiles gekocht haben. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass jetzt mit zweimal kochen das Maximum ist, aber anscheinend war dem nicht so. Ein Hamburger. Shanna stellt zum ersten Mal Burger her. Ein saftiges Stück vom Langohr, das zwischen zwei Brötchenhälften gepackt wurde. Sattheit plus 65, Lebenspunkte plus 15, Wirkung Angriffskraft nach oben. Ja, das ist genau der Scheiß, den wir... Was machst du denn hier? So, kann man mit dem Tang überhaupt irgendwas machen? Nee, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit dem Tang überhaupt irgendwas geht. Wir haben aufgehört beim Zuckerrohr. Das heißt, wir können noch eine Aubergine nehmen. Die eine Erdbeere nehmen wir nicht. Nee, okay, also mit dem Tang geht, glaube ich, nichts. So, die Aubergine können wir auch mit dem Fleisch... Wir können ja alles mit Fleisch mischen, wobei wir haben noch gar keine normale Aubergine gekocht. Wir haben noch gar keine normale Aubergine gekocht, also sollten wir das auch machen, damit unsere Leute das halt können. Da müssen wir noch eine nehmen. Wir werden jetzt hier erstmal richtig die Kocher, Leute, das tut mir leid. Ich will hier Rezepte vervollständigen und so weiter und so fort. Ach so, wir sollten was bauen. Ach, du Scheiße. Einwohnerverzeichnis. Upsi. So, was ist hier alles drin? Haben wir gar nicht geguckt, ne? Na gut, ich hab ja selber natürlich provisorisch schon ordentlich was mitgenommen. Hier haben wir jetzt tolles Grillgemüse. So. Ach so, das war gerade die Aubergine pur. Genau. Das war gerade die Aubergine pur und jetzt kommt noch ein Fleisch dazu. Einwohnerverzeichnis.
bam 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 bam. Hey, Shanna! Ist das das Einwohnerverzeichnis? Hast du rausgefunden, wie man es benutzt? Ho, ho, ho! Sie mag es nicht wissen, aber ich schon. Mit dieser Schriftrolle kannst du deine Freunde zu verschiedenen Teilen der Insel bringen. Das ist nicht alles, was sie kann, aber erst solltest du versuchen, einige deiner Freunde aus Grünefeld herzuholen. Sag mal, Shanna, wissen welche von deinen Kumpels was über Erde? Wir werden welche brauchen, wenn wir der Oase ein bisschen was Grünes verpassen wollen. Wer noch? Der bärtige Typ und das nette Mädel mit der Brille hatten noch darauf gebrannt, uns unter die Arme zu greifen. Meinst du, die kannst du herholen? Ho, 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 das wäre entschieden. Wir holen Wülfried, Rosie und Bonanzo her. Los, Shanna, benutzt das Einwohnerverzeichnis und bring sie zu uns. Mit einem Einwohnerverzeichnis kannst du deine Inselbewohner verschiedenen Bereichen zuweisen und einigen sogar neue Namen geben. Aha. Du kannst jetzt Bewohner umbenennen, die du von den Gestaden der Entdecker mitgebracht hast. Ja gut, da haben wir ja nur Jörg. Jörg haben wir da. Ändere den Namen der anderen Spielern im Meerbaumodus. Ändere den Namen deiner Insel. Aha. Oh, wir können sogar die Tiere umsiedeln. Sind alle ausgerüstet, die ausgerüstet sein können? Ja, zwar nicht perfekt. So, jetzt müssen wir mal... Was ist das? Wieso hat der da... Weil der bei uns in der Gruppe ist, oder wie? Keine Ahnung. Zurückdrehen. Als Gruppenmitglied in... Als Gruppenmitglied. Okay, jetzt können wir sogar die Leute in unsere Gruppe mit... Alter. Wartet jetzt... Oh, das ist schon wieder zu viel für mich. Das ist schon wieder zu viel für mich. So, wir haben zwei... Nee, wir haben drei Hunde. Ach so, Hündin. Wohlbefinden 0. 0, 0. Größe klein. Achso, weil wir für die keinen Futternapf gebaut haben. Henne, Henne, Küken, Wohlbefinden, die haben immerhin 35. Oh, 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 gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Küken, ausgewachsen in, aha. So, ich würde gern einen Hund als Begleiter. Achso, als Gruppe, umsiedeln, wegschicken. Und hier könnte ich den Hunden jetzt auch Namen. Alter, Alter. Hund schließt sich der Gruppe an. Aber mal rot ist trotz... Okay, wir können größere Gruppen haben. Okay. Okay, okay. Wir haben jetzt einen Hund in unserer Gruppe, der dann halt für uns immer hier Sachen erschnuppern kann. Ach, du, ist das... So, das ist der Freie. Den haben wir von der Blühbucht mitgenommen. Deswegen ist der so ausgegraut, weil das ist halt kein... Ne, kein wirklicher Namenscharakter. So, Rosie, du alte Hexe. Du sollst hierher kommen. Umsiedeln. Einwohner auf Island des Erwachens. 21 von 48. Okay. Du sollst dahin. Rosie zieht nach da. Bonanzo, du sollst umsiedeln. Und Wülfried, du sollst auch noch umsiedeln. Okay, damit hätten wir das geschafft. Alter, wir haben... Ist das geil, Alter. Shanna, ich wusste, dass ihr ohne mich nicht zurechtkommen würdet. Immerhin war ich es, der Erbauerin alles beigebracht hat, was sie weiß. Hallo, Babs. Ich bin so froh, dass du mich eingeladen hast. Schon seit du von Bord gegangen bist, habe ich gehofft, dass wir einmal zusammenarbeiten können. Huhu, Wowsi, Wülfried, Bonanzo. Was verschlägt euch drei hierher? Shanna hat einen Hilferuf ausgesandt, das hat sie wohl. Hab gehört, dass ihr eine Oase anlegt und dafür ein bisschen gute Erde braucht. Ganz klar ein Fall für mich. Und Wowsi und ich werden unsere beträchtlichen Fähigkeiten einsetzen, um diese spektakuläre Pyramide zu bauen. Viele Hände, schnelles Ende, wie man so schön sagt. Übrigens, wenn ihr noch mehr Hilfe braucht, dann könnte es sein, dass Per, Bibi und Lilly gerade nicht allzu beschäftigt sind. Vielleicht könnt ihr sie ebenfalls herbeirufen. Klingt nach einer guten Idee, Rosie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir die Insel von Shanna in ein echtes kleines Paradies verwandeln. Ja, das werden wir. Oh, das wird so viel Spaß machen. Wir werden immer weiter bauen, bis wir nicht mehr bauen können. Langsam bekommst du ja richtig Konkurrenz, was das Bauen angeht, Shanna. Sieh zu, dass du hinterherkommst.
Ach, und ich hatte schon gehofft, endlich etwas Ruhe zu haben. Oh, Shanna, fast hätte ich's vergessen. Erinnerst du dich an das Huhn, das du Per mitgebracht hattest? Tja, dabei handelt es sich um eine echt fleißige Hennin, die hier jede Menge hübsche Eier gelegt hat. Oh, thank you. Du solltest mal versuchen, sie zu kochen. Sie geben einen großartigen Snack ab, wenn du hungrig wirst. Was? Danke, dass du uns noch ein paar Leute geholt hast, die uns bei der Pyramide helfen. Ab jetzt wird alles viel einfacher. Ho, ho, ho. Alter, eine satte Ratte zum Bekämpfen. Deine Freunde mögen aus unterschiedlichen Landen kommen, aber sie können trotzdem zusammenarbeiten. Von so etwas haben Erbauer auf der ganzen Welt schon lange geträumt. Jedenfalls sagt man das. Ich hoffe, du nutzt das Einwohnerverzeichnis voll aus und gibst allen genug zu tun. Apropos zu tun, Shanna. Meinst du, du könntest Wülfried mit der Oase helfen? Ich mach mich an die Pyramide ran. Wenn du damit fertig bist, kannst du uns mit der Pyramide helfen. Oder noch besser, du kannst uns ein paar Unterkünfte zum Ausruhen bauen. Da ist wohl ein Brief für Shanna eingestrudelt. Mal sehen, was braucht man alles für eine Oase? Nun, zumindest sollten wir etwas Wasser und Vegetation haben. Gleich hier in der Nähe habe ich mehrere ausgetrocknete Teiche gefunden, Shanna. Du kannst sie an den Palmen erkennen, die dort noch immer wachsen. Einer von ihnen würde eine ganz besonders prächtige Oase abgeben. Er befindet sich gleich hinter dem Ort, an dem diese Missionare herumlungern. Zuerst musst du das Teichbecken mit Wasser füllen. Dein Topf ohne Boden sollte dabei helfen. Sobald du alles richtig schön patschnass gemacht hast, wühle ich mich da durch und mach das Ufer bannig grün. Oh, jau! Leg einfach ein bisschen von meinem Lieblingsfutter auf den Boden und ich erledige den Rest. Oh, thank you. Und nur damit du Bescheid weißt, Sand und Erde enthalten unterschiedliche Nährstoffe. Also ist die Vegetation, die hier kliviert, nicht die gleiche wie ein Grünefeld. Oh ja, kann kaum erwarten, was hier bald alles wächst. Füll das Becken mit Wasser und leg ein paar Kugeln Wurmfutter ans Ufer, dann mache ich hier alles bannig grün. Oh, und noch was. Wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren willst, wie man eine richtig schicke Oase anlegt, dann schnack einfach mit mir. Chlor? Chlor. Ist doch Chlor. Chlor wie Chlorsbrühe. Ich glaube nämlich, ihr könnt noch was gruppen, was ich noch nicht habe. Na gut, nicht was ich noch nicht habe, aber zumindest was ich noch nicht in der Anzeige gesehen habe. Oh, Gladiolensamen, thank you. Großartige Gemüsepfanne. Geil. So, ich würde gern was mit der Krabbenschere machen. Alter, wieso? Ach so, Öl müssen wir ja auch reinpacken. Öl müssen wir ja auch reinpacken. Das geht aber auch nicht. Hey, kann man die Krabbenschere mit nichts mischen? Das kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Ach, wir haben ja auch noch so viel Pilzkacke und all so ein Zeug. Ach, du Gott. Ach, du Gott. Okay, also du scheinst jetzt erstmal nicht zu gehen. Die Muschel vielleicht auch erstmal nicht. Dieses Material kann nicht gekocht. Hä? Hä? Da, weil da noch was fehlt, oder wie? Da fehlt noch was. Da fehlt einfach Scheiße. Zuckerrohr, Pfirsich, das hört sich nach... Ach, scheiße! Ei kann ich auch jetzt so mit nichts. Ich hab... Ach, Mann! Ja, das haben wir ja schon. So, und ach, Leute, Alter! Das ist ja schon gekocht, das ist ja schon fertig.
Haben wir hier irgendwas Fischmäßiges hier? Wir könnten einen Lachs rausnehmen. Habe ich jetzt... Den habe ich nicht mehr. Und dich habe ich auch nicht mehr. So, wir haben ein Ei. Das Ei können wir nicht. Den Lachs. Können wir mit Öl zumindest machen. Ach, da kommt aber dann wahrscheinlich dasselbe raus wie bei dem anderen. Da kommt dasselbe raus wie bei dem anderen, gehe ich mal stark von aus. Ich hätte den Lachs gerne nochmal. Und würde gerne das hier machen. So, ja, Alter. Oh Gott. So, was soll ich machen? Ich soll jetzt erstmal nur Wasser platzieren, oder wie? So wie ich das verstanden habe, soll ich hier jetzt einfach nur Wasser platzieren, oder? Warte, wir sprechen nochmal mit Wülfried. Er will uns ja erklären, wie man das macht. Ihr kommt gut voran, hoffe ich zumindest. Sieht so aus. Um diese Oase anzulegen, musst du deinen Topf ohne Boden nehmen und ihn über dem Flussbett auskippen, damit es patschenass wird. Als nächstes platzierst du ein paar Kugeln Wurmfutter rund ums Ufer, dann mache ich aus dem Sand feines grünes Gras. Denk immer dran, es ist keine richtige Oase, wenn das Wasser und das Grünzeug nicht direkt nebeneinander sind. Falls du sicher gehen willst, dass du alles richtig machst, wirf einen Blick auf deine Karte. Wenn du Wasser und Vegetation direkt nebeneinander siehst, dann ist alles in Butter. Das ist auch schon alles. Füll das Becken mit Wasser und tau mir ein bisschen Wurmfutter ans Ufer. Dann haben wir 0, nix eine Oase. Oh, und wenn dir mal das Wurmfutter ausgeht, wirst du selber welches machen müssen, weil ich nichts mehr übrig habe. Ja, Moment. Hier wollte ich doch auch kurz was tun. Ich wollte nämlich einfach mal aus Jux und Dollerei 24 Heilkrautblätter. Damit können wir uns jetzt nämlich richtig verteilen. Da sollten wir absolut genug jetzt haben. Okay, das war irgendwas, was wir auf jeden Fall schon hatten. Okay, irgendwie geht hier jetzt nichts mehr. Gut, wir haben ja auch einiges gemacht. Ach du Scheiße. Gut, ist ja... Okay, ich muss erstmal klarkommen. Damit befassen wir uns natürlich noch. Bis wo soll die gehen? Bis hier, oder? Nee, hier ist der Kaktus. Das heißt, hier soll noch kein Wasser hin. Hier ist der Kaktus. Das bedeutet für mich, dass da noch kein Wasser hin soll. Och Mann, ey, du scheiß Mistsau, Alter. Wieso sind hier so viele Skorpione? Ah, da juckt mir doch glatt das Näschen. Ach so, das zählt für die komplett... Ich dachte, das zählt jetzt nur für die grünen Gärten, das mit lege die Gewässer an. Und ich habe da extra so blöd gemacht, Alter, weil ich dachte, ich muss das alles da oben bei den grünen Gärten halt machen. Oh. Nein, nein. Du bist ein böses Dicktier. Ein böses, dickes Tier bist du. Upsala. Ups, da habe ich es irgendwie verkackt. Das war... Och, Mann, wieso muss ich so kacke sein? Warte, war das... Bin ich überhaupt noch auf der richtigen Höhe? Ich habe hier doch keinen Überblick mehr.
Gib mir einen Weizensamen. Ich brauche viel davon. Brot ist immer noch das einfachste Essen. Darauf müssen wir uns halt immer verlassen. Immer auf das Brot verlassen können. Und ich hoffe, dass irgendwann das Wasser hier automatisch ein bisschen sich verbindet, dass irgendwann so viel ist, dass sich das halt automatisch verbindet. Könnte ich hier nicht auch einen Wasserfall von oben runter machen, eventuell? Da hört es schon wieder auf. Warum hörst du da auf? Kann ich von da oben eventuell irgendwo ein schönes Wasser, keine Ahnung, da kommen, keine, nee, da ist ja Inselding. Wuff, hast du was gefunden? Nee, du hast nur Angst vor dem Feind. Du hast nur Angst vor dem Feind. So, auf der, da muss was drunter. Habe ich hier irgendwo einen Platz drunter? Ja, da ist doch gut. Ihr werdet alle ersaufen. Da, was? Lege viel. Achso, ja, perfekt. Ho, 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 eine weitere Herausforderung gemeistert, wie ich sehe. Klasse gemacht, Shanna. Na, sieh einer an, eine Mini-Medaille. Oh, jetzt gibt's hier Hasen. Oh, wir können uns die Hasenohren holen. Unglaubliche Arbeit, Shanna. Du hast dich jetzt schon durch 10 Tafelziele gehauen. Als Anerkennung für diesen außergewöhnlichen Erfolg würde ich gerne deine Konvertierungskelle verbessern. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Stufenauer, stelle schnell Blöcke ab und baue Beschwingter. Ja. Nun kannst du damit nicht nur Blöcke durch andere ersetzen, sondern auch viele Blöcke gleichzeitig platzieren. Ich hoffe, das hilft dir bei der Erfüllung der restlichen Tafelziele. Nur noch 10 Tafelziele, dann gibt es deinen magischen Stift. Mach's gut. Ja, man will ja zumindest immer mal gucken, was es damit auf sich hat. So, ich kann also doch den Boden machen. Das hätte ich aber schon vorher gekonnt. Das habe ich nur falsch getestet, glaube ich. Also, aber was bedeutet, ich könnte die jetzt auch einfach platzieren? Was bedeutet, ich könnte die jetzt auch einfach platzieren? Wechseln? Konvertierungskelle Tauschmo. Ach so, ich kann das hier... Tauschmodus, Füllmodus. Und hier könnte ich jetzt quasi einfach... Ja, falscher Knopf natürlich. Okay, das... Das ist vielleicht gar nicht mal... Okay, damit kann man aber keinen Boden machen. Damit kann man nur Wände machen. Damit kann ich nicht nach unten... Ach so, oder man braucht spezielle Bodenfliesen dafür, dass das auch erkannt wird. Aber das ist natürlich an sich jetzt schon geil. Das ist natürlich so schon geil. So, dann lasst uns erstmal wieder den Topf ohne Boden nehmen. Wöff, wöff. Ich wollte dich doch streicheln, kleiner Wauwau. So, wir müssen noch weiter Wasser legen. Wir haben wieder mal heftig was geschafft. Hier muss... Ja, eigentlich muss das Wasser hier einen höher. Nein, das ist falsch. Das ist ein zu flach. Nee. Wartet, was ist denn das für Erde? Das ist sandiger Sandstein oder normaler Sand.
Hm? Okay, also das fülle ich separat auf. Das ist jetzt ja Quatsch, wenn ich das hier mit euch zusammen mache. Wir platzieren hier jetzt ein bisschen Wurmfutter. So quasi hier vielleicht. Und dann, warte, bis wo geht der? Und er macht das da auch grün. Wie scheiße bist du? Wie scheiße bist du, du Wurm? Na gut, das könnte ich jetzt ja mit der Konvertierungskelle quasi schnell ändern. Ja Mann, ich hab nichts zu essen. Meeresfrüchtesalat. Warte, bis wo gehst du? So, bis hier machen wir die... Oh, ja, Alter, wie geil ist denn das hier? Wachsen Gladiolensamen. Und, hä, und... Ach, das wird eine Palme. Das wird eine Palme. Wie geil ist das denn? Das wird eine Palme, Leute. Wir müssen auf jeden Fall uns dafür sorgen, dass wir wegen Essen und so... Wir müssen unser rohes Fleisch ein bisschen braten. Wo ist das rohe Fleisch? Sonst verhungere ich hier irgendwann noch. Ups, was ist mit euch falsch? Okay, das ist eigentlich blöd. Ich meine, mit Öl könnte ich jetzt ja easy Schnitzel machen und Schnitzel bringen ja mehr. Das heißt, ich könnte mir einfach Schnitzel bauen wie ein Blöder. Das heißt, wenn ich sage, ich nehme hier von 9 Stück mit. So, das müsste hierum dann ja eigentlich schon mal geil sein. 3 von 15 ist noch. Ach, das war's. Scheiße. Die Palmen wachsen komischerweise viel schneller als ein Baum. Was ist denn bei euch los? Leute, was ist denn bei euch los? Mhm. Ja, die Kakteen, die müssen da vielleicht noch weg auf die Dauer. Wie sieht denn das so, wenn man das sich hier so anhört? Okay, ja. Ah, ja, okay. Okay, ja, ist klar. Ich verstehe. Hier, ich brauche ein paar Schnitzels. Ich brauche ein paar Schnitzels. So, erstmal das weg. Ich brauche ein paar Schnitzels. Mensch, wie lange brauchst du denn, Wurm? Was können wir denn jetzt in der Zeit machen, während der da Scheiße frisst?
Leute, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, ob ihr es glaubt oder nicht. Grüne Gärten. Die grünen Gärten. Wir müssen hier noch die Aufwertungsstation aufwerten. Ach, ist schon. Ist schon. Okay, mein Fehler. Mein Fehler natürlich. So, und wir können uns eigentlich mal, vielleicht können wir uns mal was freischalten. Den Amboss, der ist wichtig. Ey, Mann, du... Ey. Wie man bei so einer Scheiße unterbrochen werden kann, das ist mir ein Rätsel. Amboss. So, wir können jetzt einen Amboss hier bauen. Fleckentferner. Famoser Filter. Ja, keine Ahnung. Lassen wir erstmal. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Metallstachello. Alter, Bümmelbahnblock. Was? Fotografiere auf dem Eiland des Erwachens Feuerwerke. Achso, hier brauchten wir paradiesische Pools, Dörflertracht, Kaufmannskleidung. Juckt mich gerade nicht so. Das juckt mich gerade alles nicht so. Was ist denn wichtig, was ich brauche, auch wenn ich offscreen vielleicht heimlich Dinge tue? Das hier, ich brauche den Holzträger. Der ist mir wichtig, wegen Dach und sowas. So, wir können den Holzträger bauen. Holzwand, Pflaumenbeer, sowas. Palmenholz. Was ist auch hier? Ist ja, hier ist alles wichtig, Alter. Was soll ich euch sagen? Trittsteine. Das ist mega. Oh, ist das geil. Trittsteine, ständiger Weg für weite Wanderung. Ja, oder einfach, um die Wege zwischen den Häusern zu verbinden. Hier, Holzwand muss. Und Holzwand ist sowas Standardmäßiges, das braucht man auch. Ja, geil. Holzwand, ich danke dir. Von ganzem rechtlichen Herzen. Palmen, so, Holzboden, ja, könnte man auch gebrauchen, vielleicht. Ja, geil, Holzboden, da freue ich mich. Kupferboden. Jetzt auf geht's, gibt's auch mal einen Kupfer. Rußiger, silberfarbener Ziegel, Silberkachel, Tresor, ja, ist, oh ja, nee, Alter. Golemit, oh, kennen wir auch noch. Hier, Ecksteine brauchen wir auch. Ja, geil, brauchen wir auf jeden Fall. Glas, oh ja, das ist, Alter. Steintürvorleger. Fenster. Hä, Fenster haben wir doch gelernt. Auf, wieso muss ich denn das freischalten? Das haben wir doch auf dem anderen Dingsbums gelernt. Lehmsteinmauer mit Nische. Okay, die Glastür ist wichtig. Glastür. Den Herd wahrscheinlich auch. Das hier, ja, dafür baue ich Rubine. Kochfeuer. Oh, irgendwelche... Oh, schicke... Oh, Mann, Alter. Schickes Schild, ja, ist klar. Was ist das? Messingträger? Oh, sechseckiger Blumenkübel, das ist auch so geil. Es ist alles einfach so geil. Es bringt ja gar nichts, das irgendwie versuchen zu verleugnen. Bloß eine Sache noch, den Herd. Den Herd noch und dann ist gut. Herd, ein simpler Brenner, der dazu gedacht ist, Licht und Wärme zu spenden. Nicht jedoch um mal... Ach so, ich bin jetzt echt davon ausgegangen, in Teil 1 ging es auch nicht. Ich weiß, aber ich habe jetzt echt gedacht, dass ich hier mit dem was kochen kann. Scheiße. So, ja, Holzwand ist klar, können wir unendlich mal bauen. Hier, geil, Holzboden können wir unendlich mal bauen, logischerweise. Oh, Glastür, Alter, wie göttlich ist das denn? Da können wir quasi auch mehr oder weniger unendlich von bauen. Holzträger. Herd. Der Amboss. Endlich haben wir den hier. Oh, Trittstein. Oh, ja. So, jetzt noch mal kurz eine andere Sache. Bergspitze. Ladies und Gentlemen. Ein weiterer Tag und damit auch eine weitere Folge Dragon Quest Builders 2 nähern sich ihrem Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.